Ah, Lilo. Heute mal ein Quiz. Unter welchem Betriebssystem befinde ich mich? Linux ist klar, aber was für eins? Ja, die Experten ahnen es. Linux Mint. Ja, sieht nicht mehr so aus wie Mint. Aber ist Mint. Linux Mint 12 Lisa. Linux Mint 12 Lisa hat nämlich doch die Möglichkeit, im sogenannten Modus Mate, also beim Login das Zahnrad-Symbol anklicken, dann auf Mate klicken, die gute alte Umgebung, wie man es früher von den alten Linux-Versionen gewohnt ist, also nicht GNOME 3 oder ähnliches, zu starten. Das hat mir fast das Wasser in die Augen getrieben. Es geht wieder das, was früher ging, zum Beispiel auf dem Panel Rechtsklick einfach mal ohne Alt zu drücken, Eigenschaften ändern, Hintergrund ändern, rechte Maustaste zum Panel hinzufügen, wunderschön. Ja, da werden Erinnerungen wach, zum Beispiel beenden, erzwingen, hinzufügen, wunderbar, da haben wir das, und verschieben, und wunderbar, die guten alten Zeiten, sie sind wieder da. Rechte Maustaste aufs Panel, neues Panel anlegen, jetzt habe ich oben neues Panel, jetzt habe ich natürlich einen schwarzen Hintergrund, da sehe ich das nicht so gut. Zum Panel hinzufügen, Hauptmenü hinzufügen, schließen, rechte Maustaste verschieben, zack, draufklicken und schon hat man sein gutes altes GNOME, ja, glaub, GTK 2 heißt es, ne? Gut, man hat natürlich dieses Mint-Menü und so weiter noch immer hier. Hier habe ich mir schon ein bisschen verbastelt alles. Rechte Maustaste. Hier kann man noch einen Starter anlegen, wie früher. Macht das mal unter Ubuntu 11.10, da werdet ihr nämlich die Krise kriegen. Dokument anlegen und so weiter. Gut, Starter anlegen geht, wunderbar. Zum Beispiel, dass ich gkrellm hinzufügen, zack, und dann ist ein neuer Starter angelegt. Gut, seht ihr hier, ne, habe ich einen Starter. Wunderbar, geht wie früher. Dann rechte Maustaste, Hintergrund der Arbeitsflächen ändern. Und was seht ihr? Gut, gut, na, das sieht noch so ähnlich aus wie bei Ubuntu. Thema ändern und Hintergrund ändern und Thema eben mal anpassen, ne? Mal eben umändern auf ein anderes Thema, sofern es denn installiert ist. Blackskin GTK, zack, mal eben ändern. Oder, was habe ich denn noch Schönes, mal blättern. Da, oder Tenerific Blue Mods, lange nicht gesehen, habe ich früher oft verwendet. Farben ändern, Fensterrahmen, im Moment auf Cori Carmins. Alles runterzuladen auf GNOME Art Theme. Shiki Colors habe ich mir installiert, Fensterthema, ne? Wenn ihr sowas mal von Hand installieren wollt, das ist jetzt nicht alles zwingend hier schon dabei, könnt ihr das in den Ordner, persönliche Ordner, Ansicht verborgene Dateien anzeigen und da gibt es einen Unterordner .themes und da hinein dann Themen hinein damit, ne? Zum Beispiel Cori Carmins hatte ich gerade, ähnliches. Wunderbar, wie früher, Symbole mal eben ändern, da habe ich mir auch schon einiges runtergeladen und so weiter. Zum Beispiel GNOME Wine, dann habe ich rote Symbole oder GNOME Brave habe ich blaue Symbole oder wie auch immer. Wie früher, Humanity, ja, kommt einem auch ganz dunkel bekannt vor, wunderbar. Gut, persönliche Ordner. Was ihr auch jetzt könnt hier runter ist, was man früher immer konnte, ist bearbeiten. Hintergründe und Embleme ist nämlich auch verloren gegangen in den neueren Versionen. Zum Beispiel, dass man da Kork einstellen kann oder was weiß ich, was anderes. Geht Blumen oder Mate oder wie auch immer. Farben, na, will ich das in Blau? Ist es in Blau? Fertig. Informationen könnte man, glaube ich, dann auch. Ja, das geht. Eben in Rot. Wunderschöne Farbkombination, ich weiß. Mein Geschmack ist unübertrefflich.
lila, blau mit orange. Geht alles unter Linux Mint 12 Lisa Mate. Gut, kleinere Probleme hatte ich dann manchmal, Hintergrund der Arbeitsdurcheinander stand da was von wegen, da ist irgendwie so und so, das so und so Thema ist nicht installiert, das steht da immer, ist aber ein bekannter Fehler und wenn man hier weite Hintergründe erhalten, landet man da auf einer Seite, die gar nicht mehr aktiv ist, dann muss man halt mal von Hand auf GNOME Art gehen, weil der Link, der vom Mint hier drin ist, funktioniert momentan nicht. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.